So, meine lieben Runenfreunde und Freundinnen, Freunde der gepflegten Wahrsagerei, ja, ihr seid auch gemeint, ihr seid auch willkommen. Eine neue Woche ist da. Ja, bald ist der Dezember rum und damit auch das Jahr, glücklicherweise. So, Merkur und andere Planeten ziehen wieder ihre planetäre retrogenen Shitshow ab, aber das soll uns nicht weiter aufhalten. Diese Woche wird eine gute Woche. Das hatte ich schon im Gefühl, als ich heute Morgen aus dem Haus bin. Und während des Tages schon. Klar, ja, man hat Stress und so, aber man ist irgendwie glücklich und fröhlich. Ja. So, ich war vorhin kurz ein paar Snacks einkaufen. Und während ich aus dem Supermarkt rausgegangen bin, habe ich gedacht, was könnte die Runde für die Woche sein? Dann kam mir in den Sinn, ich bin glücklich und zufrieden, ja? Also glücklich und freudvoll. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es genau um Freude, Harmonie und Glückseligkeit diese Woche geht. Tja, das alte Fußtag hat 24 Runden und exakt eine Rune, die genau diese Emotionen, Gefühle, diese Dinge ausdrücken. Und das ist, ja, Bunyo. Genau diese Karte kam raus, diese Rune. Und wie ihr schön auf dem Bild sehen könnt, sie ist glücklich. Vielleicht hat sie spezielle Pilze genommen, wer weiß. Aber auf jeden Fall geht es um die Glückseligkeit und die Freude und die Harmonie diese Woche. Macht das, was euch glücklich macht. So einfach. Sicher, wir müssen alle arbeiten und müssen alle unsere Brötchen verdienen, um zu leben. Aber nach der Arbeit können wir trotzdem Sachen machen, die uns Freude bringen. Vielleicht auch Pilze sammeln, wenn das euer Ding ist. Ja, genau. Wie gesagt, diese Woche ist es wichtig, freudig, also auf unsere Glückseligkeit zu achten, unsere Freude, unsere Harmonie. Einfach das zu machen, was uns glücklich macht, was uns Freude bringt. Und auch vielleicht in schweren Situationen, ne? Vielleicht im Stau oder... Ja, für mich ist Stau halt eine schwere Situation. Da ist es wichtig, unsere Freude aufrechtzuerhalten. Mit Lachen kommt man besser durchs Leben. Don't worry, be happy. Ja, das war's schon von mir die Woche. Zumindest für die Runde der Woche. Wer weiß, vielleicht kommt noch das eine oder andere Video. Aber auf jeden Fall, teilt das Video gerne unter euren Freunden in eurer Community-Gruppen, Facebook, was auch immer. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, falls ihr das nicht habt, dann verpasst ihr keins meiner Videos mehr. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es wieder neue Abonnenten gibt. 243 sind es aktuell. Da bin ich sehr froh drüber. Sehr glücklich drüber. Und wenn wir weiter wachsen, wäre super. Je mehr Leute die Botschaft erhalten und verbreiten, umso besser. Also dann, habt eine wunderschöne Zeit und bis zum nächsten Video.